hatten heute einen sehr tollen Abend mit den beiden Referenten hier in Potsdam verbracht, die uns sehr plastisch die Auswirkungen des 17. Juni 1953, diesen vergessenen Volksaufstand in der DDR, geschildert haben, diese ganzen Entwicklungen, die sich letztendlich 1989 in der Wiedervereinigung zum Guten hingewendet haben. Ja, in den Gefängnissen saßen ja sehr viele politische Gefangene. Und das war ja das, was man befreien wollte. Diese Gerichtspraktiken waren ja so hanebüchen, unrechtsmäßig. Schon alleine die Waldheimer Urteile, die da gefällt worden sind, von Richtern, die in 6 Wochen Lehrgängen zu Richtern da herangezogen worden sind. Ja, das ist so katastrophal, und die DDR war nie ein Rechtsstaat, in keiner Phase. So viele betroffen waren, war klar, dass die Mütter und Eltern und Geschwister an die denken, die hinter den Zuchthausmauern schmoren, aus nichtigsten Gründen heraus. Und da waren so viele zu Saboteuren und Agenten, alleine weil sie Rias gehört haben. Ich hab, heute haben wir die Akten alle. Ne? Da war ein Bestarbeiter in der Bismut, kriegte Auszeichnung, ein Fernsehgerät, das erste Fernsehgerät unter den Wismut-Kumpeln. Ja? Dann hat er die eingeladen, seine Kollegen, da haben die Westfernsehen gesehen, der wurde eingesperrt. Ja? Also solche Fälle gibt es massenhaft. Ansonsten ist es so, dass der 17. Juni anfangs nach 1953 eine große Aufmerksamkeit immer noch erregt hat. Die Erinnerung an diese Ereignisse haben die meisten Leute damals noch voll präsent gehabt, nicht nur die Menschen in der DDR, sondern auch in der alten Bundesrepublik. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verwässert. Der Tag war zwar Feiertag, aber dann für viele nach 20, 25 Jahren doch in erster Linie ein Badetag, wenn das Wetter schön genug war. Und da hatte man dann wenig Lust, sich auch noch mit dem Problem der Deutschlandpolitik zu beschäftigen. Das war schon früher so, und das ist inzwischen sicherlich nicht besser geworden in Deutschland, nachdem wir 2 Generationen später schon erleben. Aber das kann sich ändern, und gerade diese Veranstaltung hier in Potsdam heute, die hat mich davon überzeugt, es gibt immer wieder Leute, auch jüngere Leute, die ansprechbar sind auf diese Problematik hin, die dann aufmerksam zuhören und daraus dann für sich ihre Schlussfolgerungen ziehen. Und das ist ja das, was man sich als Politiker eigentlich nur wünschen kann. Und wenn das Schule macht, dann ist das eine gute Sache. Also ich kann das sagen als aufmerksamer Beobachter der Entwicklung in allen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Da habe ich wenig Hoffnung und würde auch der AfD raten, da nicht zu warten, dass die Regierung irgendetwas in dieser Richtung unternimmt. Das wird mutmaßlich nicht geschehen. Aber Parteien sind dazu da, dass sie manchmal auch Entscheidungen den Regierungen abnehmen, wenn sie etwas machen können in dieser Richtung. Und das gilt für alle Parteien und insbesondere wohl auch für eine neue Partei wie die AfD. Da kann ich ihre Führung und ihre Mitglieder nur ermutigen, selbst die Initiative zu ergreifen und nicht auf andere zu warten. Das geht meistens schief.